Nun, da die Arbeit am Titeltextbereich abgeschlossen ist, gehe ich jetzt zurück zum Objektmanager. Ich schließe die Ebene Titel und werde sie außerdem sperren. Ich werde jetzt die Haupttextebene auswählen, um damit weiterzuarbeiten. Gehen Sie jetzt zu Fenster, Andockfenster und wählen das Andockfenster Objektstile. Objektstile sind eine brandneue, sehr leistungsstarke Ergänzung für CorelDRAW X6. Für mehr Informationen über Objektstile bitte auch das Video Arbeiten mit Objektstilen anschauen. Für den Moment werde ich zuerst eine Stilgruppe erstellen. Ein Stil ist eine Sammlung von eng verwandten Eigenschaften, die gemeinsam festgelegt werden können. Ich wähle ein Objekt aus, in diesem Fall ein Textobjekt, und all die Eigenschaften, die zu diesem Objekt gehören, werde ich jetzt in eine Stilgruppe zusammenfassen. Und das ist wirklich sehr einfach zu tun. Mit der rechten Maustaste wähle ich dazu Objektstile, neue Stilgruppe aus. Oder eine andere Möglichkeit, eine Stilgruppe anzulegen, ist auf das Pluszeichen zu klicken und da wird automatisch eine neue Stilgruppe angelegt. Klicken Sie noch einmal, um die Stilgruppe zu benennen. Und ich nenne es jetzt in weißer Textblock um. Alles, was ich jetzt tun muss, ist auf die rechte Maustaste zu drücken und Eigenschaften kopieren aus und anklicken. Und alle Eigenschaften, die zu diesem Textblock gehören, werden jetzt ein Teil dieser Stilgruppe, einschließlich die Schriftart, die Schriftgröße, Schriftfarbe, Umrissfarbe, etwaige OpenType-Funktionen, Zeilen- und Zeichenabstand und so weiter. Ich werde jetzt das letzte Textrahmen auswählen und mit einem rechten Mausklick Platzhaltetext einfügen. Dann muss ich lediglich die entsprechende Stilgruppe auswählen, die ich benutzen möchte, und auf Auswahl anwenden klicken. Automatisch werden alle Parameter wie Schrift, Schriftgröße und so weiter auf das markierte Objekt angewendet. Ich werde nun rechtsklicken und die schwarze Umrandung des Rechtecks entfernen. Und jetzt möchte ich doppelklicken und etwas Text entfernen, weil diese rot gestrichelte Linie sagt mir, dass es zu viel Text in einem Mengentextbehälter gibt. Und in diesem Fall brauche ich sowieso nur eine einzelne Linie. Um Ihnen die Leistungsstärke dieser Funktion zu demonstrieren, werde ich all diese Textrahmen hier jetzt auswählen und auf Auswahl anwenden klicken. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie ein mehrseitiges Dokument haben, das viele verschiedene Arten von Textrahmen sowie Textblöcke hat und so weiter. Für jede dieses Textobjekte können Sie eine entsprechende Stilgruppe anlegen. Und wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, wählen Sie einfach die entsprechende Stilgruppe aus und nehmen die Änderungen im Eigenschaftsbereich vor. Wenn ich zum Beispiel den Text hier in gelb ändern wollte, würde der Haupttext gelb erscheinen. Und ich könnte ebenfalls Punktgröße, Schriftart und so weiter ändern und dadurch die Änderung der Stilgruppeneigenschaften auf einen Schlag ändern. Wie Sie aus diesem Beispiel sehen können, kann es wirklich sehr effektiv sein, mit Stilgruppen zu arbeiten. Und ich kann wirklich empfehlen, dass Sie hiermit etwas weiter experimentieren. Ich werde noch einige Elemente zu dem Design hinzufügen. Darum gehe ich jetzt zurück zum Objektmanager. Ich habe auf der Ebene Haupttext gearbeitet. Und die werde ich jetzt sperren, damit die Objekte dort nicht mehr versehentlich
weiter bearbeitet werden. Und wenn ich nun die Sichtbarkeit dieser Ebene ausschalte und auch den Hintergrund und die Titelebene, dann können Sie sehen, wie das Projekt von Anfang an aufgebaut wurde. Sie sehen das Bild, das ich als Hintergrund auf die Seite gebracht habe. Jetzt schalte ich die Hintergrundebene wieder ein, auf der ich den Rahmen und die rosa transparente Schicht hinzugefügt hatte. Und danach wurde der Haupttext und schließlich natürlich der Titeltext hinzugefügt. Durch das Sperren aller Ebenen können Sie keine Fehler machen und versehentlich etwas verschieben. Ich möchte jetzt einige Elemente dem Hintergrund hinzufügen. Ich werde deshalb die Hintergrundebene wieder entsperren, wähle diese als aktive Ebene und jetzt werde ich ein paar zusätzliche Elemente hier einfügen. Ich werde zunächst die Connect-Ablage erweitern und in diesen Bereich hier einzoomen. Ich nehme jetzt diese drei Logos, die vorher bereits ausgewählt wurden, und ziehe diese jetzt in das Design. Zuerst das Blaue, dann das Gelbe und schließlich das Grüne. Als nächstes werde ich die Ausrichtungshilfslinien einschalten, weil ich dieses blaue Logo an dem schwarzen Text hier ausrichten möchte. Soweit es die anderen zwei betrifft, benutze ich eine andere Methode, indem ich alle drei auswähle und dann hier in die Eigenschaftsleiste Ausrichten und Verteilen wähle. Ich werde Mitte wählen und dies wird die ausgewählten Objekte über dem Mittelpunkt zentrieren. Es ist eine wirklich schnelle Methode, die Ausrichtung und Verteilung in einem Klick einzustellen. Ich klicke jetzt auf die Registrierkarte Verteilen und wähle Abstand. Effektiv bedeutet dies, dass wenn Auswahlumfang aktiviert ist, über den gesamten Umfang der ausgewählten Objekte die Objekte gleichmäßig verteilt werden. Durch Klick auf Zuweisen erhalte ich dadurch eine perfekte Ausrichtung und Abstand. Ich schließe wieder die Ablage und zoome mit F4 auf der Tastatur wieder heraus. Und das sieht jetzt richtig gut aus. Ich füge jetzt noch ein paar Elemente hier in der Mitte ein. Also zoomen wir hier wieder hinein. Für die Objekte, die ich jetzt brauche, wähle ich das Ellipse-Werkzeug. Und ich zeichne drei Ellipsen. Aber zuerst werde ich die Ausrichtungshilfslinien einfach wieder ausschalten. Mit dem Finger auf die Steuerung-Taste zeichne ich einen perfekten Kreis. Dann auf die Leertaste drücken, um zurück zum Auswahlwerkzeug zu gelangen. Dann klicke ich auf Plus auf der Tastatur, um ein Duplikat zu erzeugen. Und ich werde das etwas verkleinern. Dann wieder Plus auf der Tastatur und wiederum verkleine ich das Duplikat ein wenig. Ich werde den ersten Kreis mit Magenta füllen, also 100% Magenta. Dann fülle ich den zweiten mit einer Farbe, von der ich weiß, dass es gut zu Magenta passen wird. Dafür halte ich die linke Maustaste auf dem Magenta-Farbfeld fest und dadurch öffnet sich jetzt die erweiterte Farbpalette. Das Zentrum ist eine reine Magenta-Farbe und all diese anderen Farben, ausgehend in eine bestimmte Richtung von der Mitte aus, enthalten etwas mehr Rot,
etwas mehr Blau und so weiter. Ich werde eine violette Farbe wählen. Und für den letzten werde ich noch einmal die linke Maustaste gedrückt halten und nehme jetzt eine mehr rötliche Farbe. Ich werde alle drei auswählen und mit der rechten Maustaste die Umrisse entfernen. Und dann werde ich diese an verschiedene Orte ablegen. Bedenken Sie, dass diese drei Objekte unter dem Text dargestellt werden, weil die Hintergrundebene ausgewählt ist und diese liegt unter der Ebene Haupttext. Ich werde alle drei nochmal mit gedruckter Umschalttaste auswählen und dann das Hilfsmittel Transparenz auswählen. In der Eigenschaftsleiste werde ich gleichmäßig wählen. Dann mit F4 auf der Tastatur wieder auf alle Objekte zoomen. Jetzt möchte ich die drei Objekte gruppieren. Dazu klicke ich auf das Gruppieren-Symbol. Dann zum Menü Extras und falls es noch nicht geöffnet ist, das Andockfenster Farbstile öffnen. Ich möchte jetzt einige Farbharmonien erstellen. Um Farbharmonien zu erzeugen, tue ich Folgendes. Ich zoome zuerst etwas näher heran. Dann ziehe ich die Farben, mit denen ich arbeiten möchte, hier in diesen grauen Bereich hinein. Also selektiere ich die drei Logos, gruppiere sie und dann mit dem Finger auf der Umschalttaste werde ich diese weißen Rahmen ebenfalls auswählen. Nun ziehe ich jetzt die drei Logos und den weißen Rahmen in diesen grauen Bereich, in dem eine Farbharmonie erzeugen steht. Standardmäßig wird CorelDRAW entscheiden, wie viele potenzielle Harmoniegruppen aus diesen Farben erstellt werden können. In diesem Fall werden 4 Harmoniegruppen angezeigt. Da ich aber nur eine Farbharmoniegruppe haben möchte, werde ich diesen Schieberegler nach links schieben. Die Objektfüllfarbe ist hier gewählt, weil keins der Objekte einen Umriss hat. Wenn ich Füllung und Umriss wählen würde, bekäme ich wieder diese Option. Jetzt klicke ich auf OK. Dann möchte ich noch eine Farbharmonie mit diesen drei Farben hier erstellen. Ich selektiere jetzt die Farben und werde das gleiche wieder tun und die Farben hier hinziehen. Nun habe ich eine weitere Harmoniefarbgruppe und eine Gruppe hier und ich klicke wieder auf OK. Ich werde den ersten Harmonieordner auswählen und wenn man einen Harmonieordner auswählt, wird die Harmonie Editor automatisch geöffnet. Diese einzelnen kleinen Ringe nennen wir Farbselektionsringe und jede dieser Ringe steht stellvertretend für eine dieser Farben hier, die natürlich auch im Harmonieordner zu finden sind. Diese Farben zum Beispiel stammen von dem Rahmen und die drei Logos, die ich hier habe. Wenn ich auf einen der Farbselektionsringe klicke und beginne, sie um den Farbkreis zu verschieben, können Sie sehen, dass die Farben im Design sich ändern und ebenfalls hier. Und wenn ich loslasse, werden immer alle Farben am Bildschirm aktualisiert. Die Farbe in der Mitte hier ist weiß und wenn ich nur diese auswähle und verschiebe, können Sie sehen, dass dies die Rahmenfarbe ist. Ich lasse es für den Augenblick, wie es ist, klicke außen, um alles zu deselektieren und bewege mich wieder durch die Farben.
Und wenn ich mit der Wahl der Farben zufrieden bin, brauche ich nur diese eine wieder in der Mitte zu stellen, damit der Rahmen wieder weiß wird. Und an dieser Stelle wird es richtig interessant. Das Grundkonzept des Harmony Editors ist, Ihnen die Möglichkeit zu geben, durch Farbbereiche zu rotieren und dabei die gleiche Beziehung zwischen den einzelnen Farben beizubehalten, von der ausgegangen wurde, aber natürlich in den verschiedenen Bereichen der Farbe. Und man kann auf diese Art und Weise Farbenzusammenstellen erhalten, die man vielleicht sonst nie in Betracht gezogen hätte. Und das sieht hier recht gut aus. Wenn ich diese Objekte hier auswähle, wird es keinen Unterschied machen, weil hier geht es um die Auswahl des Harmonieordners selbst. Also wenn ich diesen Harmonieordner auswähle, werden diese Farben jetzt hier vertreten. Und auch hier in diesem Harmonieordner. Wenn ich drehe, sieht man, wie die Farben sich ändern. Aber das gleiche Verhältnis zueinander beibehalten wird. Und ich werde am Ende bei einer Farbkombination landen, die ich vielleicht nie so in Betracht gezogen hätte. Und das sieht jetzt wirklich gut aus. Jetzt werde ich beide Ordner jetzt löschen. Und mit STRG A alle Objekte in dem Design auswählen. Und ich ziehe alles in den Harmoniebereich. Und ich werde ein einziger Farbharmonie daraus erstellen. Und auf OK klicken. Jetzt wähle ich den Harmonieordner und schauen Sie, was jetzt passiert, während ich durch das Farbrad drehe. Diese Broschüre enthält jetzt eine erstaunliche Vielfalt von Möglichkeiten oder, wenn Sie wollen, Farboptionen und Farbzusammenstellungen, die man sich vorher nie hätte vorstellen können. Und ich finde es wirklich erstaunlich, was man hierdurch alles an Farbkombinationen erreichen kann. Aber ich mache immer noch meine Originalfassung, so werde ich einfach mit STRG Z alles rückgängig machen. Und das ist das Endergebnis.